Hallo liebe Camperfreaks, wie immer ist die Tanja hinter der Kamera. Ich bin der Terry, wir sind die Camperfreaks und ihr seid auch Camperfreaks. Wir fahren jetzt nach Patras, schauen uns mal die Stadt an, ihr kommt mal mit. Und nach dem Intro geht's weiter. Gerade eben in Patras reingefahren. Wir fahren jetzt ins Zentrum von Patras. Hier ist auch der Hafen. Also wenn ihr mit der Fähre ankommt, seid ihr hier irgendwo. Fahren wir jetzt gerade hin. Wir fahren jetzt nämlich hier nach Schildern. Mal gucken, dass der Papa hier auch. Ja gut, wir sollen nicht gerade ausfahren. Mache ich doch glatt. Und wir haben angenehme 27 Grad. Die Wetter-App sagt 29, 30 Grad, aber wir haben 29, 30 Grad, kriegen wir heute locker und schauen wir mal. Jetzt sind wir in der Innenstadt von Patras, eben gerade für 4,50 Euro einen Parkplatz ergattert, also ein Parkplatz Center hier, eine Parkplatzfläche. Oh, da sehe ich wieder ein schönes ATV, also in Griechenland ist aber ein kleineres, warte, zeige ich euch, ich drehe mal die Kamera, da, also nicht schlecht. Und ziemliches Gewusel hier. Ja, wir haben uns ein bisschen dran gewöhnt. Dann ist es total easy, sich hier zu bewegen. Und die fahren ja auch alle ganz entspannt. Sind ja auch keine Spinner hier unterwegs. Von daher, jetzt gucken wir hier, was es zum Shoppen gibt. Und es geht weiter. Jetzt sind wir in einer typisch griechischen Bakery, sage ich mal, hier in Patras. Sehr modern. Hier gibt es leckere Sachen. Futter. Hier bietet es ohne Ende Spanakopita, Kasserovita, Sabon, also da ist Chicken drin. Kann man alles hier bestellen, sieht auch richtig schön aus. Kann man innen wie drin, wie außen sitzen. Und geht hier weiter. Cappuccino gibt es natürlich auch. Wir haben eine richtige Maschine da. Süßes auch. Alles sehr, sehr lecker. Und da auch Joghurt. Und Tanja bestellt jetzt mal was. Und die Griechen können Englisch. Tanja wird jetzt schnell mal was futtern hier, was wir geholt haben. Yummy, yummy. Also richtig lecker, die Pites hier in Griechenland. Und ich hole mir jetzt schnell meinen Shake. Ich bin noch auf dem Weg zum Parkplatz und hier nebendran seht ihr mal so ein riesen schönes Wandgraffiti in Deutschland. Die gibt es hier, hier in Patras so rum. Die gibt es hier zuhauf und ist richtig, richtig beeindruckend und schön. So, latsch mal weiter. Da vorne unser Parkplatz. So, hier sind wir auch schon auf dem Parkplatz. 4,50 Euro kostet der. Ja, der ist super großzügig. Normalerweise parken die griechischen Fahrzeuge auch hintereinander. Dann gibst du den Schlüssel hier ab
Und ja, da steht unsere Kiste. Ich hole mir da nochmal einen Shake, weil das gestrige Essen war super lecker, aber ein bisschen zu viel. Und heute will ich ein bisschen weniger futtern. So, machen wir mal hier auf. Und dann hole ich mir meinen Shake raus. Da ist er schon. Da ist er schon. Das ist der Shake für Weltmeister. So, ich latsche mal weiter. Und so sieht ein voller, naja, fast voller Kofferraum aus dem Rücken. Gutes Update wieder. Ja, wir laufen jetzt hier die Straße hier entlang. Und was mir jetzt aufgefallen ist bei den ganzen Läden, ihr seht jetzt zum Beispiel Benetton, okay, das ist jetzt mal eine Marke, sage ich jetzt mal. Ein Only Store nur für Benetton, aber da gibt es auch noch ganz viele andere kleine Stores hier. Und ja, ich muss sagen, da gab es ganz viele jetzt, wo du alles kaufen könntest für 2,99 €. Und oh, lecker, hier nochmal Futter. Also, das sieht richtig gut aus. Also, Essen, also in Griechenland müssen nicht verhungern, sagen wir es mal so. Und jedenfalls, wo ich stehen geblieben, genau. Das kostet ganz viel. Also, alles da drin für 2,99 €. Und ja, da sieht man, Griechenland hat sich immer noch nicht erholt von der Schuldenkrise, was mir sehr leid tut. Aber gut, in Deutschland sieht es ja auch nicht besser aus. Und von daher ja, müssen wir halt gucken und einfach das Beste machen und die einfach unterstützen, die Einheimischen. Das ist auch gute Qualität, die sie da angeboten haben. War ja nicht nur Ramsch, sondern ja, war nicht schlecht. So, jetzt sind wir hier am Platz. Ich drehe mal die Kamera. So, keine Ahnung, wie der heißt, aber werde ich euch dann einblenden. Ja, wir haben jetzt noch rot, also können wir jetzt nicht gerade über die Straße rüber, aber so, gehen weiter. Bei sonnigen 30 Grad in Patras. Wir haben demnächst auch Wahl in Griechenland. Also hier seht ihr mal Kukuer, das sind die Kommunisten. Und hier auf dem Platz, richtig cool, haben sie scheinbar ein Event. Oder nee, das ist fest. Nee, das ist fest, hier kann man skaten. Also das ist ein Mini-Skatepark hier. Und mitten in Patras, hier auf diesem großen Platz. Da seht ihr, da ist irgendeine Statue, also irgendein Brunnen. Aber hier kann man skaten. Nee, das ist nicht fest. Das kann man abnehmen. Das sah nur so aus. Haben sie nur gut gemacht, platziert vorne. Also richtig cool. Das ist das Theater, lese ich gerade. Theatron Apollon heißt es. Das ist das Theater von Patras. Was haben wir noch hier? Ja gut, Cafés, Läden, mehr Cafés, Büros da oben und ganz viele Beachflags. Da auf der einen Seite, da auch. 50-50 heißt das Event, beziehungsweise das ist schon vorüber. Sieht so aus. Und ja, jetzt muss ich mal da gucken, wo die Tanja abgeblieben ist. Keine Ahnung, muss ich jetzt mal suchen. Obwohl, da ist. Da vorne, das ist scheinbar hier die etwas bessere Einkaufsstraße in Patras. Da ist Nike versus H&M, haben wir auch gesehen, haben wir grün, jawohl. Jetzt kannst du rüber. Und das ist nur eine ohne Autos, also hier eine richtige Einkaufsstraße. Und ja, man sieht hier auch die Gebäude wurden saniert, sieht ein bisschen schöner aus. Marks & Spencers haben sie ja auch, aber ein Mini. Und ja. Und da lade ich jetzt mal rein, weil ich brauche unbedingt einen Rucksack für meine Equipment. Ich habe leider meinen Rucksack in Deutschland liegen lassen. Einkaufsstraße jetzt mal links genommen. Tanja ist irgendwo da vorne. Und hier gibt es auch Kaffees, hier kann man was trinken. Das Gebäude hier fand ich richtig schön. Das wird auch verkauft. Also das kann man kaufen, wenn man will. Hier stehen einige schöne Immobilien. Okay, die jetzt nicht, die sind Schrott. Also, sag ich mal, alt-70er Griechenland, ekliger Bau. Jedenfalls die Straße geht da weiter hoch, da vorne. Und ja, die meisten Läden haben Gott sei Dank auf. Also so viel Leerstand habe ich jetzt hier nicht gesehen. Bisschen nur, der da ist zu. Okay, aber ansonsten, ja wie gesagt, es geht dann bis hoch. Und links ist dann der Hafen. Und ich würde euch raten, holt euch
geht auf den Parkplatz oder geht dann in den Hafen und dann könnt ihr da auch parken. So, hier seht ihr mal den griechischen Lifestyle, Cafés. Eins nach dem anderen, hier kann man noch was futtern. Da ist echt schön, enges Gästchen hier. Da wieder so ein schönes Art Deco-Gebäude, sage ich mal, ein griechisches. Und ja, schnuckig, da gibt es auch noch weiter. Da auch. Also kann man hier schön futtern. Und ja, es geht auch noch weiter. Und wie gesagt, rechts haben wir den Hafen. Das war's ja heute mit Patras. Wir waren jetzt shoppen, für euch nur ein Service-Update. Hier gibt es alle Läden, die wir auch haben. Also nicht alle, nur einige. H&M, Benetton, Zara, ja, so die bekannten, sag ich mal. Die sind auch hier, aber zwei, drei Nummern kleiner. Und man findet auch nicht alles. Hier zum Beispiel braucht unbedingt einen Rucksack, aber da gibt es einen Laden, der ist weiter weg. Da muss man mit dem Auto hin, bin jetzt auch keinen Bock zu fahren. Schmeckt mal hier, ihr seht ja Verkehr und so. Wir haben geschmeidige 29, naja, stimmt nicht ganz. Ich würde sagen eher so 32, 33 Grad. Links abbiegen. Und deswegen glaube ich, kann ich hier links? Nein, kann ich nicht. Und ja, deswegen, wie gesagt, wenn ihr herkommt, shoppen und so, überhaupt kein Thema, kann man machen. Und den Parkplatz habe ich euch ja schon aufgeklärt, was ihr da machen könnt. Und ja, es ist eine schöne Stadt, also ist okay. Kann man, ist ein Besuch wert, sagen wir es mal so. Und gibt leckeren Kaffee wie überall in Griechenland. Also ganz viele Cafés, Essen ohne Ende. Die Preise sind absolut human. Also von daher alles prima.